Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Wir waren hier in der Fabrik und hatten dieses seltsame Rätsel. Ich muss mal kurz schauen, ob diese eine Karre da... Nein, die ist wieder nach hinten gegangen. Kann sein, dass ich heute etwas leiser bin. Denn ich spiele das Spiel jetzt schon etwas später in der Nacht. Es ist ziemlich spät, um genau zu sein. Ich weiß gerade gar nicht die aktuelle Uhrzeit. Aber das spielt jetzt auch nicht eine Rolle. Kann nur sein, dass ich etwas leiser bin. Falls ja, tut es mir leid. Okay, also ich weiß, wie das Rätsel ging. Und zwar funktioniert das so. Wir müssen jetzt hier hochklettern. Das Ganze wird hochgeschoben und... Ja. Dann müssen wir hier etwas runterklettern, dass wir Zeit sparen. Springen hier rüber. Lass uns da runterfallen. Gehen wieder auf den Wagen. Klettern da hoch. Hoch. Fangen das Seil. Ziehen es runter. Bis wir am Boden sind. So, jetzt gehen wir da runter. Gehen auf das Seil. Warten ein bisschen. Ungefähr jetzt. Laufen. Laufen, laufen, laufen. Und haben es geschafft. Sehr gut. Gut, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Scheint, als wären wir wieder im Wald. Und da sind leuchtende Pilze und... Oh, was ist denn das? Ein Hund? Oder war das ein Frosch? Der war für einen Frosch ein bisschen schnell. Ja. Was bist du denn? Ich habe ein schlechtes... Oh, nee. What the fuck? Hä, was machst du? Alter. Hä, wie scheu ich denn das Teil? Aha. Also ich kann schneller. Kann ich hüpfen? Ja, hüpfen kann ich. Das ist gut. Und dann muss ich auch hüpfen. Und hier haben wir einen Wagen, den kann ich schieben. Klettern wir doch mal. Ja, genau. Okay, ziemlich seltsam. Wahrscheinlich wollen diese Viecher das fressen. Das heißt, hüpf. Ja, genau. Okay, aus meinem Kopf draußen. Anscheinend ist dieser Wurm wie eine Droge und ich kann mich nicht selbst kontrollieren, wie ich gehen muss. Ziemlich komisches und nerviges Teil anscheinend. Ah, und wir sind wieder in der Fabrik. Interessanterweise, wer auf den Hintergrund achtet, sieht doch aus wie Bäume ganz im Hintergrund. Und Maschinenteile. Interessant. Kann ich das ziehen? Ja, damit kann ich was machen. Ich kann dieses Rad blockieren. Die Frage ist, was dieses Rad bringt. Und die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Oh, ist... Ah, das war ein Frosch. Und der mag diese Pilze. Hey. Oh, ich kann da nicht her. Komm ich da rüber? Ah ja, komm ich. Hoch. Hüpfen. Ah. Nicht. Was passiert, wenn ich den... Kann ich dich ja töten? Alter. Lol, das war sogar die Lösung. Lol. In dem Teil... What the fuck? Alter, was ist das denn? Jetzt regnet es auch noch. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Okay, klettern wir mal. Schauen, was da drüben ist. Schließlich muss der Regen ja irgendwas gebracht haben. Ja. Ah, jetzt fühlt sich das mit Wasser.
Interessant. Ah, mehr geht auch nicht hinein. Oh, ist auf Zeit. Ach, Zeitsachen mag ich ja nicht so. Die sind nicht gut. Okay, das ist voll. Aber. Hä, so weit kann ich doch gar nicht. Ach so, bin ich eigentlich dumm? Ach man, das war doch ureasy. Oder das, besser gesagt, das ist ureasy. Also wir müssen in den Graben hinein. Das Stück ein bisschen auf die, also in die Mitte ziehen. Hä, warum ist das jetzt? Oder? Hä, das kapiere ich jetzt nicht ganz. Warum war das Teil vor? Hat es was? Nee, komm, geh hoch. So. Lassen wir mal das Wasser rein und schauen, was mit dem Baumstamm passiert. Ja, warum war der vorher dort drüben? Und vor allem, was ist das für ein Teil? Ach, das ist eine Leiter. Ach so, ich dachte, das ist irgend so eine Art Steg oder sowas. Okay. Ja, dann ist die Lösung eigentlich eh mehr oder weniger klar. Ich wusste halt nicht, dass. Oh. Achso, geht eh so. Kann ich. Ich will nur mal testen, ob ich den Sprung schaffe. Ja, den schaffe ich. Das ist gut. Ja, dann war das auch die Lösung des Rätsels. Ach, ich wünschte, es hört auf zu regnen. Regen ist nicht schön. Nee, nee, nee. Ach, nicht runter. Opfer. So. Hüpf. Rüber und geschafft. Weiter geht's. Interessant, wie dumpf der Regen ist, warum auch immer. Das wollte ich nicht. Frage ist, ob da hinten ein Achievement ist. Kann ich da springen? Ah, da kann ich klettern. Ach Mann. Ach so. Okay, schieben wir mal die Kiste dort rüber. Also jetzt sind wir auf jeden Fall mal in der Fabrik drinnen. Das ist klar. Und es wird gerade ziemlich laut. Kann ich von dem Wasser mitgerissen werden? Nein. Oh shit, 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 shit. Nein! Ich gehe jetzt mal hoch und schau. Also ich glaube, die Sache mit den 5 Toten, die kann man mal vergessen.
Ah. Hier muss die Kiste hin. Da muss die Kiste hin. Okay. So, wir holen jetzt die Kiste. Leider sind das jetzt so Timing-Sachen und die mag ich nicht so, aber. Ich frage mich nur, warum man das zumachen kann. Oder war das nur, damit man. Man sollte das einen nur probieren. Okay, das ist jetzt geblockt. Wir müssen schnell hier hoch. Rüber. So. Hier hoch. Auf die Kiste. Weil sonst würden wir ertrinken und das würde uns nicht viel bringen. Ich bin gespannt, wie weit das Wasser hochgeht. Irgendwann sollten wir jetzt dann springen und zwar jetzt würde ich vorschlagen. Geht das Wasser höher? Ja, scheiße. Jetzt muss ich diese Kiste schnell so hoch. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt steigt das Wasser und wir gehen weiter hoch. Sehr gut. Oh, die Kiste geht runter. Aber was mache ich jetzt? Oh, oh, oh. Puh. Okay. Wir können. Sollte ich da runter gehen? Ich weiß es nicht. Ich muss es einfach machen. Okay. Geht das noch weiter? Ja, das geht noch weiter. Ist, was ich machen muss. Sag nicht. Komm, Boje, komm. Ich glaube, wir haben uns zu viele. Ja. Ja. Das ist verdammt schwer. Ich weiß aber, was wir machen müssen. Das ist wirklich verdammt schwer. Und zwar muss ich genau in dem Moment, wo die Kackboje hochhüpft, das zumachen. Dann muss ich die Boje da drüber schieben. So, gleich wird sie hüpfen. Gleich. Und zwar. Jetzt. Schieben. Okay, rüber. Rollen. So, jetzt rollt das. Jetzt muss ich ganz schnell rüber. Ganz. Fuck. Das ist richtig hart. Aber eigentlich, wenn man es. Nein, was machst du? Bist du dumm? So. Ich frag mich nur, was die Boje bringt. Wahrscheinlich wäre dieses Teil ohne die. Oh, das ist transparent. Ah, interessant. Ohne der Boje wären wir hier nicht hochgekommen. Das ist. Ah, das Wasser steigt doch nicht mehr. Das ist gut. Gut. Nächstes Rätsel. Nein, nein, bitte nicht mehr. Ah, ist doch kein Timing. Ah. Wir müssen Wasser auf den verschiedenen Seiten lagern. Um weiterzukommen. Was ist das für ein Teil? Ah. Ja, gut, dass ich ein wenig Wasser übrig gelassen habe. Es ging sich direkt aus, rüberzukommen. Gut, und ich würde sagen, wir sind jetzt schon an der. Wir sind schon an der Zeit, dass ich aufhöre. Ich weiß, der Part war wieder nicht so lang. Es tut mir leid, aber es ist schon wirklich spät und ich will heute etwas früher ausmachen, weil, ja, ich will einfach keinen Ärger bekommen mit den Nachbarn, wenn ich bei irgendwas mich aufrege oder sowas. Deshalb werde ich früher Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Abonniert, wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt. Schaut auch bei den anderen Videos vorbei. Playlist ist in der Beschreibung. Das habe ich jetzt neu gemacht, dass man die Playlist in der Beschreibung findet. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, K.A.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Mr. Apple. Und tschö.